Hallo, grüß euch Leute, hier ist Michi von den Rush Brothers und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute geht es weiter mit dem Let's Play von Need for Speed und hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Ich habe im letzten Moment noch das Rennen gegen Ronny verloren und das fahren wir jetzt mal wieder. Ich hoffe, diesmal gewinne ich's, weil sonst raste ich komplett aus. Ja, ja. Kleiner Angeber. Mann, ich will das Auto haben. So. Er zieht eindeutig schon davon. Da mach hin. Ja, bremst mich nicht aus hier. Verpiss dich doch, du Opfer. Die Anzeige backt hier komplett herum. Wenn es weitergeht, ist ein, alles klar, was ist mit dem? Mir das ein Kopf an Kopf rennen, wollte ich sagen. Naja, fuck. Ah ja, bei Zeitlupe. Das vergesse ich immer, dass ich hier Zeitlupen fahren kann, Mann. Am Anfang so geredet, ja, Zeitlupe, das und dann vergesse ich es immer. So, dass Sonny so weit hinten ist, das könnte eigentlich so bleiben. Das fände ich richtig geil. Weil dann ist das easy win. Leute, heute wird das Video nicht 30 Minuten oder länger dauern, sondern nur so 20 Minuten circa. Das war jetzt nur am Anfang, weil es die ganze Einführung gab und das Ganze für in Zwischenfrequenzen, wo alles erklärt wird und so weiter. Also nicht böse nehmen bitte. Aber ich hoffe, so schnell wie möglich gegen den nächsten fahren zu können. Aber es wird sich, glaube ich, nicht mehr ausgehen. Alles klar. Handling ist mal wieder da und Sonny kommt immer näher. So, nirgends wurde Sonny ist wieder dagegen gefahren, perfekt. Aber er holt schon wieder gewaltig auf. Alles klar. Das war ein Fehler. Das kostet Zeit. So, aber jetzt. Jetzt habe ich schon gewonnen. Er ist viel zu weit hinten, Mann. Ja, es ist... Dieser Sieg gehört mir. Da hat er mich... Ne? In dieser Kurve hat er mich zum Schluss beim letzten Mal noch überholt, der kleine Pisser. Aber dieses Mal nicht. So, Sieg ist da. So, gleich mal zum nächsten Rennen.
Ich komme hier mit einem Standard-Punto. So, los geht's. Abkürzung ist da. Ah, das war aber eine schlechte Abkürzung. Ja. Also, das merke ich mir. Diese Abkürzung nehme ich nicht mehr. Kann ich die hier nehmen? Ja, er nimmt sie nämlich auch. Ich glaube, das ist immer so. Mal gucken, ob er sie in der zweiten Runde auch nimmt. Ich glaube nämlich nicht. Aber der vierte ist eigentlich richtig geil. Für das, dass es ein Standard-Fiat ist, ist er eigentlich nicht mal schlecht. Ich meine jetzt nichts gegen Fiat. Ich bin selber mal schon mit einem Fiat gefahren. Da gibt es eine kleine Real-Life-Story. Ich und Sepp sind in ein Einkaufszentrum gefahren, weil ich irgendwas gebraucht habe. Und da war so ein Stand mit lauter Fiat so ausgestellt und dann so ein Fiat, Abkürzung verpasst, Fiat Spider. Und da sind wir hingegangen, haben sich den angeguckt und auf einmal kommt so ein blondes Mädchen her und fragt so, ob wir interessiert sind an einer Testfahrt. Und dann habe ich natürlich gleich gefragt mit dem Spider und sie so, nee, leider nicht, da haben sie nur dieses Ausstellungsstück hier. Aber es gibt den Fiat 500 XL, den Fiat 500 Sport, what the fuck. Und ja, da habe ich gesagt, ja, wieso nicht, die zwei hatten auch Bock, dann habe ich mich da halt angemeldet und habe mir den Fiat 500 XL genommen. Der hat 140 PS Allrad, Automatik mit Schaltwippen gehabt. Und da sind wir so eine halbe Stunde gefahren und Easy Win ist da. Und der hat richtig Laune gemacht, das Auto. War richtig geil, so Beschleunigung, war schon nice. Und ich hoffe, ich kriege jetzt sein Auto, Mann. So, weiter. Ist da. Ja. So, jetzt ist es die Frage. Eins von den Fragezeichen ist es. Ich nehme das in der Mitte. Scheiße! Fuck, so welches nehme ich? YOLO. Bitte. Nee, ich hab's gewusst, ich hätte das nehmen. Meine Fresse. Ja, schade. Hab den Golf nicht bekommen. Das muss in den Fiat tun. Hier ist Vince. Stärke Sprint drin, das ist geil. IS300, das Auto wollte ich mal in Real Life auch haben, aber ist zu teuer und braucht zu viel. Dieser Spinner zieht die Bohlen magisch an. Die Blacklist nennt ihn nur Tess. Er hat die Cops, die hassen ihn. Halt dich besser von ihm fern. Er treibt sich von der Straße los und sucht nach Anfängern. Alles klar. So, mal gucken. So, jetzt gibt's neue Teile und Autos. Ja, Listen Meilensteine. Blacklisten, ja, das kennen wir bestimmt schon alle. So, wie viel Kohle habe ich jetzt eigentlich? Dann würde ich mal sagen, wir fahren in die Werkstatt.
und rüsten den Fiat mal ordentlich auf. Driften mit Vorderrad ist er. So, jetzt wird's ernst. Wie viel Geld habe ich? 22.000. Da kann man schon was machen. Dann machen wir aber zuerst Leistung. Motor. 5.000, Digga. So, Getriebe. Boah, ich bin schon auf 10.000. Nitro ist wichtig. Nitro ist sehr wichtig. Turbo. Kann ich mir einen Schnell bauen? Nope. So, und wenn es Reifen... Habe ich noch nicht frei. Alles klar, bremsen. Bremsen gehen. So, dann habe ich noch 4.200. Fahrwerk, was kostet das? 3.600. Ne, das Fahrwerk scheiße ich jetzt mal. Ja, kaufen und anbringen. So, 4.200 sind da, V20. Und das kostet 5.000, ja moin. Ich spare glaube ich auf das, das sieht besser aus als das irgendwie. Keine Ahnung. Ja, sieht eindeutig besser aus. Da ändert sich der Auspuff gleich mit beim ersten. Ja, dann sparen wir mal auf das. Spoiler brauche ich nicht. Außer es gibt einen kleinen, dezenten Spoiler. Was glaube ich hier nicht, ja. Ah, hier ist er. Der kleine, da muss ich Wick freistalten. Dann besiegen. Das kann noch eine Weile dauern. Felgen. Ja, BBS, oder? Ja, für 4 BBS, nee, nicht so. OZ. OZ macht geile Felgen. Die sind geil aus. Oha. Ne, waren dann schon 20er. So, Motorhaube. Was haben wir da so? Ne, sieht alles scheiße aus. Ich glaube, ich nehme einfach das erste. Ja. So, Dachspoiler. Das sieht heftig aus. Und der Twister hier. Das sieht so kacke aus. So, wenn dann schon würde ich den nehmen, aber das ist unnötig, braucht keiner. So. Lack. Weg von dem Reißen hier. Oh, Metallic. Oha. Ich glaube, ich mache ihn blau. Ja, das haben sie irgendwie verschissen bei einem Spiel. Es gibt kein schönes Blau, Mann. Nur so dunkelblau, aber das ist mir zu dunkel. Kann ich schwarz auch gleich nehmen. Das sieht auch geil aus. Ich glaube, ich nehme jetzt so sieht er richtig geil aus. Ja, ist gekauft. Felgenfarbe, wie viel kostet der Spaß? Ja, kann ich mir nicht leisten. Auf welches spare ich dann? Ich glaube, ich mache sie Gold. Geht das? Sieht das irgendwie wie Gold aus? Das, eventuell, das sieht eher aus wie Gold. Scheiben verlieren. Mann, ist alles so teuer. Ja, egal. Mal einfach nur umlackieren. Ach so. Da habe ich jetzt noch 200. Da geht sich, glaube ich, nichts mehr aus. Ja. Egal. Ist schon ein bisschen getunt. Also fahren wir gleich das nächste Rennen, um schnellstmöglichst zu Test zu kommen. So, Rennen, K.O. Rennen, Sprintrennen.
Dann legen wir mal los. Alles klar, der hat schon Eclipse, der hat einen Mustang. Ja, Digga. So. Wo ändere ich nochmal Sicht? Ah, hier. Wenn es regnet, ist die andere Sicht besser. Also die hier. So, Nitro ist da. Boah, und das sieht auch schon mal ein bisschen schneller aus. Und er ist auch eindeutig schneller geworden. Jetzt zieht er ein bisschen mehr. Ja, da geht eigentlich schon gut ab. Nitro, dann fahren wir hier durch. Mal gucken, ob einer reinfährt. Nope, ist keiner eingefahren. Und die holen alle schon wieder auf. Das gefällt mir gar nicht. Bin schon bei der Hälfte vom Rennen. Paar Bäume mitgenommen, zwei haben einen Unfall gebaut. So. Perfekt. Die Kurve bekommen. So, hier ist auch wieder eine Abkürzung. Versuchen wir mal zu nehmen. Oh ja. Jawohl, schön bekommen. Ja, easy. Oh shit, die Kurve hasse ich. Da fahre ich immer gegen die Bande. Oder doch nicht? So, und da ziehen wir noch mal schön davon. Easy win, da ist schon das Ziel. Und da ist das Ding. Der 4 sieht eigentlich richtig gut aus. Yo, hier ist Rock. Fahr zu einem Shop, wenn du Teile brauchst oder einen neuen Wagen willst. Die wissen, dass du ein Freund von mir bist. Geht also alles klar. Check mal deine Karte. Alles klar, danke, Rock. Früher habe ich immer geglaubt, nach dieser Nachricht kann ich hinfahren und ein Auto ist gratis. Habe ich nie verstanden, warum das dann nicht gratis ist. Richtig gehasst. So, dann fahren wir noch ein Rennen. Und welches? Maut. Mautstelle. Mit dem Mautstellenrennen beweisen wir, wie schnell wir sind. Denn nicht jedem in der Blacklist kann man trauen. Zieh einfach auf der einen Seite ein Ticket und rase bis zur anderen. Du hast nur eine bestimmte Zeit, um von einer Mautstelle zur nächsten zu kommen. Also behalte die Uhr im Auge. Alles klar, danke Rock. So, let's go. Mautstellen ist meine Spezialität irgendwie. Also meine Stärke, genauso wie Sprintrennen. Oder das mit den... es kommt dann noch. Das mit den Radern, so wo du mit deiner Höchstgeschwindigkeit durchfahren musst und das wird dann alles zusammengewertet. Das fahre ich eigentlich am liebsten. What the fuck, what the fuck. Alles klar. Handling ist nicht da.
jetzt eigentlich schon neue Reifen aufgezogen? Weil die rutschen mir ein bisschen zu viel. So, easy. 19 Sekunden Bonus. Der geht schon gut, muss ich sagen. So, hier ist die nächste Mautstelle. 28 Sekunden Bonus. So, jetzt kann ich eigentlich wieder so fahren. Obwohl, das Auto hört sich in einer anderen Perspektive richtig besser an, weil wir direkt am Motor kleben. Aber ich will ja mein Auto sehen. So. What the fucking hell, was ist jetzt passiert? Ja, okay, hab ich Zeit, dann fahre ich rückwärts ins Ziel. Geht auch. Ist er. So. Wenn dich die Bullen verfolgen, siehst du auf deiner Karte eine Menge Symbole. Die stehen für Gebäude, bei denen du die Cops abschütteln kannst. Fahr einfach durch und die Verfolgung wird sofort unterbrochen. Wenn ihre Karren nicht beschädigt sind, halten sie bestimmt an, um Hilfe zu leisten. Vertrau mir, das klappt. So. Ja Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich bin an der Stelle mal raus.